In dieser Woche verlieh Russlands Präsident Putin im Moskauer Siegespark mehrfach den Orden Helden der Arbeit. Es war einer der aktuell seltenen öffentlichen Auftritte Putins außerhalb seines Corona-Krisenhauptquartiers in Novo-Ogarjovo. Eine breite Passage seiner Festrede widmete er seiner Verehrung der Heimatgefühle und Zuneigung zu Russland und baute am Ende eine Passage zur aktuellen Verfassungsänderung ein, die demnächst zur Abstimmung steht. Hier dieser Auszug seiner Rede in Übersetzung des Originalmanuskripts des Kreml. Für jeden von uns ist das Mutterland ein Familien- und Stammhaus. Heimatland von Kaliningrad bis Kamtschatka und auf den Kurilen. Vom Norden über die Arktis bis nach Sewastopol auf der Krim. In diesen Weiten wurde unsere tausendjährige Geschichte geschaffen, gefüllt mit Zeugnissen von großem Ruhm und Stolz, dem unübertroffenen Mut unserer Vorfahren, ihrem Glauben und ihrer Liebe zum Vaterland. Das helle, durchdringende Gefühl des Mutterlands hat unserem Volk immer geholfen, durch Widrigkeiten zu gehen, zu überleben, sich in schweren Prüfungen zu bewahren und alle Herausforderungen zu beantworten. Hier auf dem Poklonaja-Hügel erinnern wir uns an die Helden, die das Vaterland, seine Freiheit und Unabhängigkeit verteidigten. Und diese Erinnerung ist für alle Generationen und für das gesamte multinationale Volk Russlands eine einige und heilige. Wir haben einen gemeinsamen historischen Kodex, moralische Prinzipien. Wir haben bedingungslosen Respekt vor den arbeitenden Menschen und Verteidigern des Vaterlandes, vor unserer untrennbaren jahrhundertealten Geschichte, Tradition und Kultur, der Erinnerung an unsere Vorfahren, der Ehrfurcht von Eltern und Familien, der Liebe zu unserem Land und der Unverletzlichkeit unserer Grenzen. Diese sind die Grundlagen, die die Natur und das Schicksal unseres Volkes, die Entwicklung des Landes bestimmen, heute und in Zukunft. Daher ist es logisch, dass zahlreiche Vorschläge gemacht wurden, um diese grundlegenden Grundprinzipien in die Verfassung Russlands aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dass die absolute Mehrheit unserer Bürger diese Position teilt und unterstützt. Liebe Freunde, für uns sind die Liebe zum Mutterland und zur Mutter, die uns das Leben gegeben hat, Gefühle derselben Ordnung. Sie geben uns Kraft und inspirieren unsere Hoffnung, ermutigen uns zu aktiver Verteidigung und großen Arbeitsleistungen. Es war schon immer so in allen historischen Epochen. Zu der von Putin angesprochenen Verfassungsreform und den darin verankerten Punkten findet ihr einen aktuellen Beitrag von Julia Dudnik unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News und schaut einmal in unserem Shop vorbei.